Hallo, mein Name ist Lara Felker und ich stelle euch heute das Buch The Mortals von Melissa de la Cruz vor. Der Verlag ist Ravensburger. Im Allgemeinen geht es in diesem Buch um ein Mädchen namens Skylar und ihren besten Freund Oliver. Die beiden sind so, sage ich jetzt mal, seit der Geburt halt Freunde. Skylar, das Mädchen, kommt später in eine Blutbank, sage ich jetzt mal. Da erfährt sie halt, dass sie ein Halbvampir ist. Und ihr bester Freund Oliver wird später ihr Vampirbeschützer. Ich will das Ende jetzt nicht verraten, weil das ist ziemlich schnell. Das Buch hat 311 Seiten, das ist halt sehr ausführlich geschrieben, wird halt ein paar Gebäude werden beschrieben und so. Und ich empfehle das Buch ab 13 Jahren, weil das ziemlich auch ein bisschen schwerer geschrieben ist mit vielen englischen Wörtern. Für Vampirfans ist es auf jeden Fall echt ein schönes Buch.